Jupp, die ballern mich ab. Ja, dann renn weg, Bad. Ich glaube, wir haben mitbekommen. Bad, bist du tot? Nö. Bad ist nicht tot. Ich bin aber hier in einem Gebäude und hier muss ich... Oh, shit! Jetzt bin ich tot. Mich hat einer getroffen. Ich komme mit einem anderen Fahrer, okay? Mach mal. Läuft, verrecht. Ja, lass uns einfach wegrennen, uns verstecken und dann ist gut. Und weiter an alles leer farmen. Farm, 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 farm. Wenn ihr jetzt sowieso quasi tot seid, wäre es ja für mich ein ganz guter Zeitpunkt auch einzusteigen. Wir sind aber nicht tot, nur Bad ist tot. Ich bin nur tot. Aber Bad ist halt auch. Bad ist halt auch eh nicht so gut in dem Spiel, ne? Das muss man jetzt Alter, mal. Halt Klappe! Lass mal kurz hier nach ganz. Also, wir laufen einfach ganz rechts außen lang. Da hinten stehen noch meistens noch zwei Autos. Und hier links sind auch eine ganze Menge Berries. Ich wollte dir eigentlich einen Sniper mitnehmen, aber jetzt schmeißt du die weg. Ich hab einen Sniper. Erzähl doch. Was kann man? Nein, nein, das ist ein echter Sniper. Ach, na schau. Ich muss auch sagen, das erste Mal, dass ich Loot aus einem Auto gekriegt habe, war auch an einem Tunnel, da war Scrap Metal drin, war jetzt... Na doch, damals war das schon krass. Damals, vor 2 Wochen. Juhu. Oh, was? Loot, 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 Loot! In den Van, ja, guck mal in den Van rein. Das war auch nicht von meiner Pistole. Frodo schon ungefähr die, wo wir das hinbauen? Oben rechts. Oben rechts, okay, da irgendwo ein Wald war. Ja, hier war nichts drin, Backpack war drin. Schade. Ach ja, müssen wir kurz was essen, können wir eine Pause machen? Ja, bin ich dabei. Das ist eine gute Idee. Dann könnte ich in der Zeit noch etwas heilen. 142, the random English guy that joined the German stream and got instant fame. Ach so, Snappy, ey. Vitamin geil. Habe ich auch, aber ich wüsste nicht, warum ich sie jetzt brauche. Oh, Snappy ist im Chat? Erhöht, geil. In der richtigen Reihenfolge macht deine Heilrate. Ja gut, ich hab eh, ich benutze gerade meine beschissenen Gauzes und bin auch schon wieder bei über 80%. Ich habe auch Multivitamin-Tabletten, die nehme ich jetzt mal. Wuhu! Yes! Woodsticks! Everything must go into Scheiße, the backpack. Ich vergesse mir die Karte aufzumachen. Das ist doof. Ich hab mir die mittlerweile echt als Bild runtergeladen. Ich habe die mir schon Ewigkeiten als Bild runtergeladen. Und ja, ist mir doch egal, Alter. Duhu! Falls ihr gerade mit mir geredet habt, ich war gerade dumm und hab mit Flo Blödsinn im TS gelabert, also müsstet ihr das nochmal wiederholen. Ich mach mal kurz ein bisschen Ingame-Sound leider, damit ich euch besser höre. Ja, mach das. Hast du den Typ mit der Axt? Sound Effects Volume. Moment, ich brauche eben nur einen. Moment. Music Master Volume geht bitte auch volle Kanne runter. Ich finde, wir sollten uns ein Ziel setzen für den Server. Wer es mit welcher schafft? Die Metallschafs und. Also, ich hatte ja ganz großkotzig von Total Server Domination gesprochen, aber ich glaube, das wird nichts. Du musst noch ein bisschen hier Leute motivieren, dass von deiner Army, dass sie hier beitreten. Ja. Kommt alle auf Hellsend und lasst uns den Server dominieren. Hashtag Domination. Domination? Dominas wären auch gut für die Domination. Sag mal, sind wir jetzt, oh, danke, sind dass wir du, jetzt danke, noch dass zu dritt? Den Witz gemacht hast. Ja, irgendwie geht das nicht. Das ist ja scheiße, dass wir zu dritt sind. Ja, okay, warte. Da kommt eine Schaufel. Mit dem Branch vielleicht. Warte mal. Da. Ich hab eine Hatchet. Also ich könnte eine bauen. Dann mach das mal, fäll mal einen Baum, da können wir nämlich diese dicken Holzteile. Ich glaube Snappy könnte den Job gut ausfüllen. Diese Metal
Hatchet ist übrigens Scrap Metal und Woodstick. In Ernst? Yep. Quatsch doch nicht. Ja gut, dann hau ich mal kurz mein Messer weg, oder brauchen wir das? Warum? Boah, warum ist das so laut? So, ich bin jetzt übrigens gleich online. Wenn man quasi, Messer... wenn dieser Ladebildschirm verschwunden ist. Wo seid ihr denn? Warte kurz. Wir sind auf dem Weg nach oben rechts in die Map-Ecke. Wow, wie peinlich. Okay, ich mach mal. Oben rechts in die Map-Ecke. Na, dann mache ich mich da auch mal auf den Weg hin. Wie geht eine Axt? Woodstick und Scrap Metal. Scrap Metal. Ich bin... vollkommen allein im Wald. Das ist okay. Schon mal positiv. Ja, total. Okay, nice. Das geht bei mir nicht. Total. Stell dir mal vor, du bist irgendwo und jemand ist hinter dir und sagt, hey. Du musst erst das, glaube ich, reintun. Und dann den Whipstick oder so. Oder so. Eigentlich ist es wurscht, aber bei mir hat es auch funktioniert. Ich hatte schon. Boah, ich habe so viele Rezepte, ich bin so krass. Funktioniert, aber dann hab ich es nochmal. Ja, ihr müsst es nochmal machen. Es gibt zwei Rezepte, die so gehen. Was wollte ich denn jetzt machen? Bandages. Okay. Weil wegen Bandages. So. Und dann use ich davon erstmal eine, weil ich krass bin. Achso, ich könnte ja auch eigentlich mal Biofuel machen. So, Satchel gecraftet. Achso, brauchen wir. Nee, lass mal. Ach, man nimmt jetzt immer gleich 10 Sachen auf einmal auf, wenn mehrere auf dem Boden liegen. Ist natürlich mega. Das, wenn man brauchen wir irgendwo für Loks? Wirklich? Nicht, dass ich wüsste. Doch, man schmeißt doch immer in 10er Stacks jetzt raus. Wenn du Metal Bar Dingens hast. Echt jetzt? Ja. Dann machst du auch machst du mit machen, glaube ich. Blackmail ich nicht. Mir war's. Aha. Wie hat man nochmal ein Lager gemacht? Das ist allerdings doof. Man craftet jetzt auch irgendwie sofort mehrere Dinge. Das Ding hä? Mal nee, das gibt's nur, wenn man... Nee, das tut man nicht. Irgendwas ist bei dir anders. Ja, dann habe ich aber hier einen Fehler, weil er hat mir gerade einen Pfeil hergestellt und dafür 9 Woodsticks verbraucht. Steht mit einem anderen. Nee, du weißt, Flo, du weißt rechts die Zahl. Warte mal, ist das Gewicht, ne? Ja, ja, ich weiß. Wollen wir erstmal, Jungs, wollen wir erstmal weiter Server laufen? Da hinten kommen noch zwei Zombies, die können wir noch killen und looten und dann nach oben rechts. Hier liegt ein Holzstamm. Wenn du... 3 Zombies übrigens. Nee, nee. Doch habe ich 60 Stück oder so. Oh, das war ja scheiße. Ich vergesse mal, dass ich ja jetzt diesen... Das schreiben, dass er uns das sagen kann. Was denn? Ob jemand im Stream weiß, wie man ein Lagerfeuer macht. 3 Woodlocks und anzünden. Sag mal, wenn ich mit der Hatchet auf Zombies einkloppe, kriege ich dann auch Klamotten? Oder muss das mit dem Knife passieren? Was eine Schneider hat, glaube ich. Nee, das funktioniert auch mit einer Axt. Warte mal, muss ich die Wunde bei jedem Zombie auf den Boden legen und dann anzünden? Ich glaube, du musst... Nee, ein Campfire musst du vorher craften. Ja, aber das geht nicht. Ich hatte 3 Woodlocks und konnte damit nichts machen. Höchst merkwürdig. Da steht, dass mir ein Komponent fehlt. Wenn ich Woodlock reintue, steht da ein Rezept oder fehlt nur eins? Also ein Gegenstand. Ja, dann bist du bei Discover. Du musst zu Crafting gehen. Oder? Bin ich gerade bescheuert. Ich glaube, das meint er. Oder? Nee, aber das Einzige, wo steht, dass dir Komponenten fehlen, ist ja bei Discovery. Bei Crafting steht doch nicht, dass dir was fehlt, oder? Doch, ich geil, fände ich. Zwei Woodlocks, ich habe 2 mit, aber da gibt es, glaube ich, so. Ja, gibt es früher oder später bestimmt. In der Wikipedia-Seite steht schon, dass es die gibt. Oh, nice. Ich habe das Campfire ja schon. Ich habe 2 Woodlocks dabei, da steht auch, dass ich 2 brauche, aber ich kann nicht auf Craften klicken. Höchst merkwürdig. Was ich geil fände, ist ein Katana. Einfach nur, weil in jedem Zombie-Game es ein Katana gibt. Ja, Mann. Hashtag Katana. Gibt's hier auch eins? Bestimmt demnächst. Noch nicht. Sagen wir die anderen lieben Menschen in da oben. Kommt. Hinter dir. Follow. Hinter dir. Das sind so Dinge, die stehen garantiert auf der Muss-eh-noch-kommen-Liste. Scheiße, okay. Alles andere. Ich brauch Katanas. Ach, du schon wieder. Ja, ihr schon wieder. Ich finde immer noch überall. Sein. Warte, ich baue dir mal einen Bogen. Möchtest du nochmal respawnen oder möchtest du mit uns mitlaufen? Ja, also irgendwie hat Respawn keinen Sinn, ich tauche so oder so, weil ich auf. Hm, jetzt was? Soll ich dir einen Bogen craften? Cool. Der liegt hier vor dir. Wäre ganz gut.
Liegt direkt vor mir. Kann hier also stehen, dann kann ich ihm auch die Munition geben. Man kann jemanden welche denn? Brechen, der den Bogen gespannt hat, wenn man ihn schießt. Ja, ist das denn? Dankeschön. Flo soll noch weiter publizieren, ach, auf nice, Alter. Wir sind, oder sollen wir das lassen? Ich ja, weiß nicht, das Problem, was ich halt habe, ist, ich hab mein Essen gemacht, dass früher oder später Leute kommen, die nur kommen, um uns halt zu killen und nicht um mit uns zu spielen. Ja, das Problem ist, wenn wir wissen wollen, welche Leute mit uns spielen. Also ich habe jetzt einen Hunting Rifle mit 4 Schuss, wenn es mal richtig brenzlig wird. Ich meine, es ist schon bekannt genug und auch in den Videos, die ihr hochgeladen habt. Du brauchst 2 bis 3 Schüsse pro Runde. Oh, Jungs, wenn ihr im Teamspeak quatschen wollt, dann müsst ihr euch leider verziehen. Dann darf er nicht daneben schießen. Weil ich die Jungs nicht höre. Sorry, ich habe euch absolut nicht gehört, weil die im Teamspeak so laut sind. Dann darfst du nicht daneben schießen. Das habe ich gehört. Ja, mache ich demnächst mal. Du brauchst 2 bis 3 Schuss pro Spieler. Ernsthaft? 3 Schüsse. Ein Schuss macht ca. 46 Damage. Dann schieße ich ihn einfach 2-mal und warte, dass er ausblutet, diese Sau. Double Tap. Also in den Kopf sollte One-Hit sein. Naja, auf was ziele ich ihn sonst, wenn nicht auf den Kopf? Ja, aber es ist ziemlich schwer, ihn zu treffen, ne? Wie ist denn das mit dem Vorlauf? Ist das wie beim Bogen oder wie viel drüber muss man denn halten? Eigentlich gar nicht. Okay, Es sei denn, er ist 1 Kilometer weit weg, aber er sollte es eigentlich nicht. Gut, nehmen wir mal an, er ist in einer normalen Distanz, dann ziehe ich einfach da an, wo ich hinschießen will und gut ist. Guti! Ja, genau. Der Bullet Time, bis die Kugel hinfliegt, der ist auch minimal, glaube ich. Es sind mehr Zombies geworden, oder? Bilde ich mir das ein? Kommt drauf an, wo du bist. Der Zombies hängen auch stark damit zusammen. Der Spawn von Zombies erhöht sich, wenn du irgendwelche Menschen tötest in der Nähe. Also ich bin mitten im Wald. Aufstellen und alle mit Pfeil und Bogen auf den Kopf drauf. Hast du leider keinen Schaden. Ich bin jetzt hier in der Gegend, wo keine Zombies sind. Es hängt wirklich davon ab, wo die meisten Spieler sind. Da spawnen Zombies. Einer den Kopf raus. Du bist wahrscheinlich in der Nähe von einem bekannten Spawn oder da sind viele Spieler durchgerannt. Hinter der Leitplanke, hinter der Leitplanke, linke Seite. Hinter der Leitplanke, linke Seite, warte, ich guck mal. Ihr redet von einem Zombie oder von einem Spieler? Von dem Spieler, wen sonst? Scheiß auf die Zombies. Na, der sieht nicht so aus, als ob er irgendwelches Gear hat. Nett, nicht wirklich. Wie kannst du das wissen? Ich hab das jetzt gerade gesagt mit meinem... Oh, da links ist aber noch ein Spieler. Oh ne, es ist ein Zombie. Upsi. Alle Zombies töten, vielleicht kriegen wir einen Schlüssel. Lasst uns Zombies töten und Schlüssel kriegen. Wisst ihr denn, wo wir auf der Map gerade sind ungefähr? Also ich weiß es notfalls. Ich weiß es genau. Ich weiß es auch gut, dann... Ja, dann lasst uns hier der Straße folgen und dann... Genau, lasst uns hier der Straße folgen, die Kurve rumgehen. Ja, der Spieler da hinten, der kann nix. Das ist ein Lauch. Nee, lass uns der Straße folgen, dann rechts von der Straße laufen und dann uns ganz ans Ende verziehen. Aus Gründen laufe ich jetzt schon Ewigkeiten geradeaus. Kennt ihr die Farm of Destiny? Eine kleine Straße. Was ist denn die Farm of Destiny? Das ist eine Zombie-Farm. Und zwar links von Pleasant Valley. Und zwar droppen die Zombies insane. Aber Robin hatte auch gleich ein Problem heute früh. Krass. Ach, das ist wahrscheinlich die Bumjig-Farm. Da drüber eigentlich. Ey Leute, ich finde das übrigens sau nice, dass ihr alle mit diesem Finn quatscht. Wer ist Finn? Irgend so ein Typ im Chat. Der Instant Fame Engländer. Ist er denn Engländer? Und warum? Weil es eine geile Community ist. Hashtag is. Snackpause. Ich brauche Holz. Snackpause. Oh, da ist Dreck auf meinem Bildschirm. Jetzt ist er weg von meinem Bildschirm. Meine Rhymes sind so krass, weil ich Bildschirm auf Bildschirm reime. Bildschirm. 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 Dein Double Time besteht aus einem Wort. Hurensohn. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ich hätte gern eine Mach aus. Ist Finn nicht einer von den Typen, denen die Base gehört? Ich glaube, es gibt mehrere das Leute. Das wäre mega Finn witzig. Weil boah, die von, ich habe mit denen gelabert, die Base sagen, gehört, und die haben sich alle für dich interessiert, Flo und Frodo. Also oh nein, du hast ihnen aber nicht gesagt, auf welchem Stream wir sind, oder? Wir machen Bärensaft. Das wusste ich.